Hallo Leute, ich habe was zum Test gekriegt. Und zwar dieses Päckchen hier. Das ist die Boost von InSmoke. Eine Ego-Style-Zigarette. Und ich habe ein komplettes Starter-Paket erhalten. Darin war diese hier. Das ist die Boost. Ja, Ego-mäßig. In dem Paket selbst noch drin war eine deutsche Anleitung. Eine komplette zweite E-Zigarette. Ein Wandladegerät, 10 ml 0 Milligramm Liquid und zwei weitere Clearomizer. Die E-Zigarette sieht so aus. Hier unten habt ihr als erstes 900 mAh Ego Style Akku, der nicht von Joyetech ist, und ungetaktet. Das heißt, das Ding startet bei 4,2 Volt, wenn es vom Ladegerät runterkommt, und endet bei 3,3 Volt. Das heißt, ihr habt ständig einen Abfall in der, merklichen Abfall in der Leistung des Akkus. Die LED, das fand ich ganz schön, leuchtet grün. Das passt zu deren CI. Die ist halt auch so schwarz-grün. Finde ich sehr hübsch. Ich kenne bisher nur No-Name Akkus, die blau leuchten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Grün finde ich tatsächlich ganz hübsch. Okay, der Verdampfer. Das ist das, was InSmoke Boost nennt. Basiert auf einem CI4 Plus. Ein CI4 Plus sieht so aus, also ist vollständig klar. Was haben sie hier geändert? Erstens mal, das Ganze ist mit Plastik ummantelt, mit einem undurchsichtigen Plastik. Hier vorne gibt es ein kleines Sichtfenster, wo ich sehen kann, wie viel Liquid noch enthalten ist. Und alles, was ansonsten hier silbern ist, wurde gegen schwarzes Plastik ausgetauscht. Vom Look her, geht. Also, der Akku hier selbst ist satiniert. Wie man das von Ego-Batterien kennt. Das Teil hier ist so, es sieht wirklich nach ein bisschen billigem Plastik aus, aber sei es drum. Dieses Ding nennt InSmoke den Remizer. Und ich habe mich gefragt, warum ist das ein Remizer, und habe mal nach Remizer gegoogelt. Und was finde ich? Vollständig nur Produkte von InSmoke. Ich denke, es ist so ein bisschen Marketing-Trick. Es geht halt um die Kundenbindung. Wenn jemand mit InSmoke anfängt und weiß, dass das hier ein Remizer ist, und dann wird er weiterhin nach Remizern suchen. InSmoke sind die einzigen, die Clearomizer Remizer nennen. Die nennen allerdings auch Cartomizer Remizer. Okay. Ich war positiv überrascht von diesem Ding. Denn hier seht ihr einen CI4 Plus. Das ist jetzt der zweite oder dritte, den ich wegwerfen kann. Ich habe dieses Ding eine Woche lang gedampft. Die ersten drei Tage gehen mit denen immer fantastisch. Dann merkt man deutlichen Abfall in der Dampfleistung. Dann habe ich ein bisschen in Foren geguckt und die Leute sagen, ja, wasch doch mal aus, mach doch mal Wodka. Habe ich auch gemacht. Das Ergebnis ist so. Kann ich wegwerfen. Dieses Teil hier habe ich jetzt folgendermaßen getestet. Ich habe es durchgehend eine Woche gedampft, eine Woche liegen lassen, eine Woche gedampft. Das Ergebnis habt ihr gerade eben gesehen. Dampfleistung ist gut, der Flash ist gut, der Geschmack ist Clearomizer-mäßig, so ein bisschen nach Plastik, und es schmeckt auch so ein bisschen nach Wendel und ja, vom Geschmack her macht man halt bei Sachen, je mehr casual das ist, desto mehr Abstriche macht man im Geschmack, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Jetzt ist es ja so, das Paket besteht ja nicht nur aus diesem Teil, von dem sie, da gibt es übrigens tolle Werbeversprechen zu, schreiben auf der Seite, nie mehr siffen, nie mehr kucklicher Geschmack. Die Remizer der InSmoke Boost sind qualitativ so hochwertig und gut verarbeitet, dass sie beinahe unlimitiert befüllt werden können. Beinahe unlimitiert. Wie viel war nochmal? Unendlich minus 5. Nur die besten Komponenten wurden nach langer Evaluierung ausgewählt. Dank ausgeklügelter Hightech-Materialien können Sie den Remizer auch mal trocken dampfen, ohne dass sich ein hartnäckiger Kugelgeschmack festsetzt. Blablabla. Spezieller Docht und so weiter und so fort. Tatsächlich ist es so, es
ist ein CI4 Plus. Er ist der beste in der Bauart, den ich bisher hatte. Das muss ich sagen. Also gar keine Frage. Das mit dem Kugeln ist absolut wahr. Es kann vorkommen, dass das Ding ein kleines bisschen kugelig schmeckt und dann weiß ich, es ist leer. Ich habe es bisher nicht einmal gehabt, dass ich an dem Ding ziehe und es schmeckt irgendwie verbrannt, es schmeckt irgendwie zu stark nach Plastik, sonst was, sondern es hat durchgängig einen Geschmack und der ist für so ein Clearo dieser Bauart echt gut. So, das zweite war nie mehr siffen. Nee, da ist Liquid drin, es gibt Wege nach außen, das Ding sifft auch mal. Es ist ja nun mal so, ein CI4 funktioniert so, dass hier links und rechts Glasfaser runterkommt und hier oben drin sitzt ein Verdampfer. Jetzt ist die Glasfaser dafür zuständig, dass Liquid nach oben auf den Verdampfer transportiert wird, also auf die Heizwendel transportiert wird und dort wird es verdampft. Kommt nicht genug von dem Liquid nach oben, fängt das Ding an zu kugeln. Das heißt, es ist zu wenig. Kommt ein bisschen zu viel da hoch, läuft's das Luftloch herunter. Dann sifft's. Diese Grenze ist ganz knapp. Also die ist winzig. Und das Ding fängt schon mal an zu blubbern. Sebastian hat auch ein Video dazu gemacht. Verlinke ich euch hier unten in der Box mal. Könnt ihr gucken. Auch der hatte so ein paar Probleme mit Blubbern. Aber es ist erträglich. Also was nicht passiert ist, ist, dass ich morgens an den Schreibtisch komme. Das Ding ist rausgelaufen. Von daher, okay. Große Worte im Marketing, aber es ist okay. Also diesen Verdampfer kann ich schon empfehlen. Der ist wirklich ganz gut. Wie gesagt, der ist jetzt 2 Wochen im Betrieb. Eine Woche hat er mit vollem Liquid da rumgelegen und danach macht er immer noch seine Arbeit. Ein CI4 Plus in der alten Version könnt ihr danach in die Tonne kloppen. Von daher ganz cool. Diese Batterie, ich habe es eben schon mal gesagt, ist ungetaktet. Jetzt ist es ja so, das ist ein Starterpaket. Das heißt, das wird Anfängern verkauft. Ich bin der Meinung, wenn man schon was hat, was so gut funktioniert wie dieses Teil hier, muss man doch echt nicht eine ungetaktete Batterie dazulegen. Keine Batterie, ein Akku, egal. Es ist nun mal so, dass Anfänger immer auf die Suche nach Fehler gehen müssen. Und wenn es nicht mehr richtig dampft, steht man als Anfänger erstmal da und denkt sich, was zur Hölle ist jetzt los? Ist der Verdampfer kaputt? Ist das Liquid, was ich da hab, kacke? Ziehe ich falsch? Oder ist möglicherweise der Akku leer? Und ich denke, ein getakteter Akku hätte hier echt Sinn gemacht. Der Akku sieht toll aus. Er lädt in 2,5 Stunden diesen 900 mAh auf. Das ist auch prima. Die LED ist wirklich hübsch. Das Ding fasst sich gut an. Es ist ungetaktet und das mag ich überhaupt nicht. Ja, der Rest vom Paket. Kriegt das Ding von mir eine Kaufempfehlung? Jein. Dieses Päckchen, so wie ich es dir gezeigt habe, kostet im Regulärpreis 80 Euro. Momentan haben sie es für 65 Euro auf der Seite stehen. 80 Euro ist der Preis der Einzelkomponenten. Und das ist allein schon deswegen so teuer. Die Einzelkomponenten sind eigentlich gar nicht so teuer. Allein schon deswegen so teuer, weil das Wandladegerät 20 Euro kosten soll. Das ist zu viel. Diese Batterien treiben mich persönlich in den Wahnsinn. Dieser Verdampfer allerdings, und der kostet 5,90 Euro einzeln, den kann ich euch ans Herz legen. Der ist gut. Also, InSmoke seht ihr da unten, geht mal auf die Seite, schaut nach. Ich sage bis zum nächsten Mal, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im TGC, wir sehen uns hier im Kanal. Bis dann, ciao.